Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte für dieses Wochenende eigentlich etwas anderes geplant, aber dann ist mir aufgefallen, Moment mal, nächste Woche fängt doch schon wieder Champions League an. Deswegen habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, zu jeder der 8 Gruppen eine kurze Prediction zu machen, um euch zu zeigen, welche der 32 Mannschaften am Ende ins Achtelfinale einziehen werden, wer in die Europa League kommt und wer dann letztendlich leider leer ausgeht. So, wir beginnen mit Gruppe A und wie wir sehen können, ist das schon eine ziemliche Hammergruppe mit dem Titelverteidiger Bayern München und mit Atletico Madrid, die jetzt unter Diego Simeone gerade wieder richtig stark sind und sich mit Suarez natürlich auch einen absoluten Top-Neuzugang geschaffen haben. Ich habe mir auch mal das Team von Red Bull Salzburg angeguckt. Die sind auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber gerade jetzt, wo Haaland weggegangen ist, wird es in dieser Gruppe wahrscheinlich nochmal richtig knifflig für die. Lokomotive Moskau war vor einigen Jahren noch mit Borussia Dortmund in einer Gruppe und hat denen damals auch noch ziemlich Paroli geboten. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass diese beiden Teams gegen den FC Bayern oder Atletico Madrid ankommen werden können. Ich denke, dass das Team von Hansi Flick sich komfortabel den ersten Platz sichern wird. Atletico wird auf Platz 2 folgen. Red Bull Salzburg schafft die Europa League und Lokomotive Moskau geht leider leer aus. So, mit Gruppe B folgt meiner Meinung nach fast schon die schwierigste Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand, Borussia Mönchengladbach und FC Shakhtar Donetsk. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo konnte Real Madrid unter Zidane jetzt auch leider nicht mehr an die ganz großen Erfolge anknüpfen. Sie haben versucht, sich mit Eden Hazard dann wieder einen entsprechenden Ersatz zu beschaffen, aber der steckt leider aktuell auch in einem ganz großen Formtief. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass die Mannschaft einen absolute Weltklasse-Kader hat. Sie sind eigentlich überall echt top besetzt. Nun merkt man in La Liga aktuell auch, dass die Mannschaft an einigen Stellen wirklich Probleme hat. Das Team funktioniert nicht mehr als kompakte Einheit, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war. Und es werden in La Liga aktuell nur knappe 1-0 bzw. 2-1 Siege geholt. Inter Mailand hat meiner Meinung nach echt einen absolut spannenden Kader aufgebaut diese Saison. Sie sind auf fast allen Positionen top besetzt und haben mit Lukaku und Martinez vorne drin auch zwei absolute Top-Stürmer. Mit Handanovic haben sie außerdem einen der besten Torhüter der Welt meiner Meinung nach und mit Godin hinten drin auch einen absolut soliden Rückhalt. Und mit Eriksen wird das Mittelfeld natürlich auch wieder richtig aufgemischt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Inter hier eine kleine Überraschung abzieht und den ersten Platz sich in der Gruppe sichern wird. Real folgt bei mir dahinter auf Platz 2. Gladbach hat diese Saison auch eine absolute Hammertruppe, aber ich glaube, in dieser Todesgruppe mit Inter und Real wird es leider nur für die Europa League reichen. Und Shakhtar Donetsk sehe ich dann leider auf dem letzten Platz. So, Gruppe C gehört Man City und wie immer bekommen sie wie in so gefühlt den letzten 5 Saisons die einfachste Gruppe, die es nur gibt. Haben sich ja jetzt trotzdem noch irgendwie in diese Champions-League-Saison gemogelt, obwohl sie ja eigentlich gesperrt waren, weswegen Leicester jetzt nicht mitspielen kann. Mann, das wäre so geil gewesen, wie Leicester in der Champions League, ey. Naja, auch wenn ich finde, dass das Team gerade absolut unter seinen Möglichkeiten spielt, werden sie hier in dieser Gruppe, denke ich, trotzdem sich den ersten Platz sichern. Wir haben unentschieden gegen Leeds gespielt, Alter. Gegen Leeds! Wer sich dahinter den zweiten Platz holen will, ist dann schon ein bisschen schwieriger zu entscheiden. Ich habe mir mal die Teams von Porto und Marseille ein bisschen angeguckt. Die spielen natürlich auch noch in etwas kompetitiveren Ligen als Olympiakos Piräus. Aber ich denke mal, insgesamt hat Porto dann doch noch den etwas breiteren Kader und wird sich auch, denke ich, letztendlich durchsetzen können auf den zweiten Platz. Auf Platz 3 habe ich dann Olympique Marseille und als schlusslich folgt dann dahinter Olympiakos Piräus. So, kommen wir zur Gruppe D und die ist ja mal richtig interessant. Wir haben den Sieger der vorletzten Champions League und den Premier League Meister Liverpool, zusammen mit Atalanta, die letzte Champions League Saison richtig aufgespielt haben und Ajax Amsterdam, die letztes Mal leider leer ausgegangen sind und in der Gruppe rausgeflogen sind, aber die jetzt, denke ich, richtig Blut geleckt haben werden und wieder zurückspringen wollen. Was ist das hier eigentlich? FC Midtjylland. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land die kommen. Ist das türkisch oder so? Warte mal, ich guck mal kurz nach. Dänische Superliga. Okay, die kommen bei mir auf jeden Fall auf den letzten Platz. Man muss natürlich auch sagen, dass Liverpool gerade echt eine kleine Schwächephase hat. Also sie haben ja ihr erstes Spiel in der Premier League ganz knapp nur in der letzten Minute gegen den Aufsteiger gewonnen. Und am letzten Spieltag dann auch tatsächlich 7:2 gegen Aston Villa verloren. Als Premier League-Sieger. So, wie geht das? Aber ich glaube, gerade weil die Niederlage so heftig war, wird ihnen das eine Lehre sein und sie werden sich jetzt wieder sammeln. Ich glaube auch, das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Also, wenn du dir mal anschaust, wie viele von den Bällen da abgefälscht waren. Ja, meine Güte. Liverpool auf die 1. Boah, aber ist eine echt harte Wahl, ob Ajax oder Atalanta weiterkommt. Ich glaube, gerade jetzt, wo bei Ajax halt auch so viele Leistungsträger abgegangen sind, wie Ziyech beispielsweise, wird es für die schon bisschen tricky werden. Und Atalanta hat mit der Serie A, in der sie spielen, natürlich auch eine viel höhere Konkurrenz und entsprechend dann mehr Übung. Auch wenn ich Ajax echt total sympathisch finde, glaube ich, dass es Atalanta auf Platz 2 schaffen wird und für Ajax reicht es dann nur für die Europa League. Sorry.
Und wir machen weiter mit Gruppe D und Chelsea. Die Blues haben sich jetzt natürlich auch ein absolutes Spitzenteam aufgebaut, was, glaube ich, noch ein bisschen in die Gänge kommen muss, wenn man sich mal die vergangenen Spiele angeht. Aber was auf jeden Fall echtes Potenzial hat. Ich glaube, wenn sie einmal in Fahrt gekommen sind, werden Havertz und Werner in der Offensive echt für ordentlich Tore sorgen. Und auch hinten haben sie sich jetzt echt stark verbessert, beispielsweise durch Thiago Silva in der Abwehr oder den Keeper Mondi, den sie aus Frankreich geholt haben. War auch, glaube ich, eine echt gute Entscheidung, jetzt Kepa mal ein bisschen Auszeit zu geben, weil gar nicht klar mehr. Sevilla habe ich mir auch nochmal angeguckt, hat auch echt einen bockstarken Kader, aber ich glaube, es wird nicht ganz reichen, um an Chelsea ranzukommen. Wobei... Na, erstmal nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Sevilla ein Upset macht, aber... Nee, ich sag erstmal Chelsea auf der 1, Sevilla auf der 2. So, Stade Rennes ist irgendwo in Frankreich. Und was ist Krasnodar? Muss ich auch nochmal nachgucken. Ah, habe ich mir doch gedacht, russische Liga, irgendwas? Nee. Okay, gut, dann... Stade Rennes auf die 3 und Krasnodar ganz weit unten. So, kommen wir zur Gruppe F mit meinem Team, dem BVB. Und ich kann mich eigentlich echt nur zufrieden schätzen mit der Gruppe, die wir kriegen haben, weil das ist so die piss einfachste Gruppe, die man hätte kriegen können. Also wenn wir da rausfliegen, können wir uns eigentlich vergraben gehen. Wobei man den Gegner natürlich auch nicht unterschätzen darf. Also Lazio Rom, da schießt Immobile ja gerade alles kaputt in der Serie A. Und Brügge hatten wir ja vor ein paar Jahren auch schon in der Champions League. Da haben wir auch noch einen Unentschieden rausgeholt. Muss aber sagen, Dortmund hat mittlerweile einen echt stabilen Kader, der eigentlich überall sehr solide besetzt ist. Vor allem in der Offensive natürlich. Und ich glaube, dass wir da sehr viele Tore schießen werden können, um uns den Platz 1 zu sichern. Ich glaube, Immobile wird Lazio auf den zweiten Rang führen. Auf Platz 3 folgt dann dahinter Zenit St. Petersburg, der Meister aus Russland. Und das Schlusslicht bildet dann leider FC Brügge. So, ich bin so froh, dass es diese Gruppe gibt. Gruppe G, auf die freue ich mich eigentlich schon am meisten. Einfach deswegen, weil wir da jetzt endlich mal wieder Messi gegen Ronaldo in der Champions League sehen. Weiß ich gar nicht... wann wir das letzte Mal gesehen hatten oder ob wir es überhaupt jemals gesehen haben in der Champions League. Ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass die Konkurrenz nicht ganz so stark ist und dadurch vielleicht etwas wenig Spannung in der Gruppe aufkommen wird, aber mein Gott, ist einfach geil, die beiden wieder gegeneinander spielen zu sehen. Wobei man sagen muss, dass Juve und Barcelona in den vergangenen Saisons beide echt nicht unbedingt an ihre Top-Leistungen rangekommen sind. Juve hat sich gerade mal den Ligatitel geholt und Barcelona ist, glaube ich, komplett leer ausgegangen. Und gerade wenn man sich an das 8-2 gegen die Bayern zurückerinnert, merkt man schon, dass bei Barcelona auf jeden Fall noch einiges fehlt. Ich glaube auch nicht, dass der Verkauf von Luis Suarez an Atletico Madrid jetzt unbedingt der richtige Schritt war, um da anzusetzen. Immerhin haben sie sich einen neuen Mittelfeldspieler geholt, nämlich Pjanic. Der fehlt dann natürlich in den Duellen entsprechend Juventus Turin. Wird auch spannend zu sehen, wie der sich einfindet. Insgesamt denke ich, dass Juve einfach aktuell das viel reifere Team ist, mehr Erfahrung hat und auch einfach kompakter ist. Deswegen kommt Juve für mich auf die 1, FC Barcelona auf die 2. Dynamo Kiew... hat immer mal wieder gezeigt, dass sie auch unter anderem das Achtelfinale erreichen können in ein paar der vergangenen Saisons. Und Ferencvárosi TC, weiß ich wieder nicht, wo die herkommen. Ah, Budapest. What the hell, Junge. Wann hat sich denn das letzte Mal ein ungarischer Verein für die Champions League qualifiziert? Lell. Also auf jeden Fall Respekt an euch, dass ihr es geschafft habt. Ihr werdet komplett untergehen. So, kommen wir zur letzten Gruppe mit Beşiktaş Istanbul, Manchester United, Paris Saint-Germain und Red Bull Leipzig. So, ich glaube, das ist fast schon die stärkste Gruppe gemeinsam mit der von Real Madrid. PSG ist natürlich der Vizemeister, Red Bull Leipzig stand letztes Mal im Halbfinale und Manchester United ist natürlich ein absoluter Traditionsverein. Auch wenn man sagen muss, dass sie sich in der Premier League ab und an natürlich immer bisschen schwieriger tun. Aber auch Manchester hat natürlich absolute Topstars, gerade auch junge englische Talente. Wie Jesse Lingard oder Marcus Rashford. PSG ist ein bisschen schwierig und mit Problemen in die Saison reingestartet, aber haben sich jetzt mittlerweile auch wieder gefangen und dominieren Ligue 1. Ich glaube, die werden keine großartigen Probleme haben, sich da den ersten Rang zu sichern in dieser Gruppe. Und Leipzig hat sich jetzt natürlich auch mit Heechang Wang einen echt guten Stürmer geholt. Auch wenn er vielleicht nicht unbedingt Timo Werner ersetzen kann, so scheint er doch bei Salzburg recht gute Leistung gezeigt zu haben schon. So wie ich den Eindruck habe, ist Leipzig eine echt solide Truppe und hat auch echt absolut die Erfahrung, um hier den anderen Top-Clubs Manchester und PSG Paroli bieten zu können. Dazu kommt natürlich auch Nagelsmann, der wirklich ein absoluter Weltklasse-Trainer ist und auch die notwendigen Ideen hat, um Top-Clubs echt die Stirn bieten zu können. Ist vielleicht ein bisschen risky, meine Prediction jetzt, aber ich sage, dass Red Bull Leipzig an zweiter Stelle hinter PSG ins Achtelfinale einziehen wird. Für Manchester United geht's in die Europa League und Istanbul
Ja, sorry, ihr seid auf Platz 4. Okay, das war's mit meiner Champions League Prediction. Es ist vielleicht nicht unbedingt mega in die Tiefe gegangen, so wie es meine Bundesliga Prediction ist, aber manchmal ist es bei Predictions ja auch ganz gut, es nicht unbedingt zu überdenken und einfach so ein bisschen aus dem Bauch raus zu entscheiden, wer gewinnt. Ich glaube, das passt immer einmal am meisten. Was glaubt ihr, wer ins Achtelfinale der Champions League einziehen wird? Schreibt eure Predictions auf jeden Fall auch in die Kommentare. Fände ich auf jeden Fall interessant zu sehen. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr mehr Fußballvideos sehen wollt. Und natürlich auch den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Fußball-News mehr zu verpassen. Außerdem wird sich auf diesem Kanal in der Zukunft alles so ein bisschen um das Thema Games drehen. Also sowohl Sport als auch Videogames und auch Brettspiele. Also wenn sich das für euch interessant anhört, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dann demnächst wiederzusehen. Bis dann, ciao!